Adventskalender, 19. Dezember. Eine Geschichte aus dem Erzgebirge von Max Wenzel. Der Bergmann. Der Reuter Wilhelm soß der Hamm an Tisch, de Brill bis auf der Stirn aufgeschoben, dass er besser sahen konnt, und tat sich sei Arbeit betrachten. War's net kenne dat, mocht denken, es wär a kleine Mangeldock, was er do in Händen hiel. Oder mein Helm gucket das Ding von vorne und hinten, von oben und unten an, dann klemmet er wieder zwischen de Ba und dat mit dem Masser dra rümschnitzeln. In Ofen hört man ein paar Scheit Stückholz knistern und krachen, das bald so warm in der Stube war. Draußen für'n Fenster ging's buhlisch zu, do heile der Sturm und schmiss Eisbatzen wie de Husenknöpp an de Fenster nah. Windwehe hat's um das Haus geweht, das bald net zu sahe war, desto schöner oder warsch in dein Stöbel drinne. Und je serner der Wind draußen wirtschaften dort, desto größer wurden die Rachwolken, die der alte Wilhelm aus seiner Pfeif rausschlenkret. E warme Stub, e wink Dobak und e lechte Handiering, das ist der beste Buden, wenn einer seine Gedanken spazieren gehen lassen will. In einer Ort hatten ne Wilhelm seine Gedanken kenn Grusen wach. Sie ginge von Stübel wack noch n Gottesacker, wo sei Vater und sei Mutter schi seit 20 Garn und sei gute Liesel seit ebber zah Garn de Artwurm hielen, bis sich ader Wilhelm mit in das Bett neilegen wollt. Dann oder macheten sie einen Grusensprung, ja, sie mussten sogar ein Feiwing mit der Eisenbahn fahren und a noch mit dem Schiff dazu, wenn sie zur Senkung wollten. Ja, es war net anders, wo's der Ernst war, da war nu schieß dritte gar fort und hat sein Vater in sein Häusel allein gelassen. Es so schlimm, dass a für'n Wilhelm war, er hat sein Ernst Racht gehabt. Was soll der noch daheim, wo's keine Arbeit gab und keine Aussicht, dass welche wur, wo er das, was er in der Schlosserei und auf der Schule gelernt hat, net abbringen konnt. Er war ein paar Mal mit auf der Montage gefahren und dann hat er auf einmal eine gute Stell drüben übern großen Wasser angeboten kriegt und da war er fort. Der Wilhelm Oder hat sein Gung verstanden. Gott sei Dank, dass er es so geroden war. Er machet na a ne Abschied net schwer. Weste, sah er an sein letzten Ohm zunne, horch net auf de andern, war sei Dummheit net selber spürt, da sehn sich a noch nicht gescheiden. Lasse na reden. Viel Schreim war ich dir net, wenn's net notwendig is. Oder das weste, mei Gedanken laufen überall miet, de kannst sei, wo du willst. Oder du musst mir schreiben. Fu allen. Von Guten und Schlachten, ich will immer wissen, wie's bei dir aussieht, und zwischen uns darf kein Lüch aufkomme. Und es so war schworn. Der Ernst war fort und es verging bald keine Woche, wo der Wilhelm net einen Brief kriechet. Bis er das allemal es so richtig aufgenommen hat, da verginge ein paar durch, bis bald wieder ein neuer Brief kam. Der Ernst hat a ein Landkart geschickt und ein Kreizel hie gemacht, wo er war. Es waren a mehrstendels net Schlacht gange, wenn a drüben de Preiselbeeren net nei in Maul wuchsen. Der Wilhelm tat sich auch um nicht mehr kümmern, als wie das, was ne Ernst betrof. Ja, es konnt vier kümmern, dass er über ein Mannigs fu Amerika besser mitstreiten konnt, wie übers ganze Dorfgemach. Na, itze wie er an dein Ding rumschnitzet, war er bald bei jedem Griff bei sein Ernst. Du dacht er zurück an die Gar, wo sie noch so glücklich beieinander zu dritt in dein Häusel gelabt hatten. Wenn sie an ihrs Notwendigste zum Lahm hatten, oder's gar mocht durchhom es so viel wie's wollt, se waren alle schi gewasen, und noch itze, vier Weihnachten. Ne Wilhelm wur sei Stübel richtig hall, wenn er dra dacht. Do stand de Eck, dorten lief de Perimett im Ring, der Lächter strahlet wie ein Weihnachtsstern, und Bergleut, Engeln und Dergen traten Grußspure dorten und taten sich Gruß mit ihren Lichtern. Dann kam der Krieg und die Krankheit vor seiner Liesel, da war schon manchmal recht finster beim Reuter Wilhelm. Und gerotze dann Weihnachten, wo die Liesel krank in Bett in der Stube lag, da hat der Wilhelm ein Bergmar geschnitzt. Gruß und brätspurig und alle sahen sie, das Mannel hätte ordentliches Gesicht. Ja, wo's die Schlachtenguschen waren, die mahneten, es sähe ne Wilhelm ähnlich. Da Bergmar hat der Liesel zum letzten Weihnachten gelächt.
Dann hat der Wilhelm näher sein Gungwagen de ganze Weihnachtssach hagericht, und seit der Ernst fort war, do war des Bergmannels Ansichen noch, was zu Weihnachten brannt. Und heuer hat sich mein Wilhelm vorgenommen, ne Ernst genau entsetten Bergma nach Amerika zu schicken, und das ungefüge Holzstück, wo dra murksen dort, das soll der warn. Er wusst schi, ben Ernst würd das Mannel gut aufgenommen waren. Er hat's gut getroffen, er wohnet in en Heisel draußen vier derer großen Stadt, und e leibhaftige schwarze alte Frau dort sei bissel Wirtschaft zum Halten. Dodermit hat sich mein Wilhelm o gefunden, näher da Frau ihr Name, da stand in kein Kirchenbuch, Memphis hieße, und Wilhelm gob's allemal in richtigen Rucks, wenn er unner ein Brief an Ernst schreiben mußt, viele Grüße a an de Frau Memphisen. Ach, was hot der Wilhelm net alles in dein Bergma neigeschnitzt, wenn doch das Mannel alles ausrichten kennt, was ich auf'm Herzen ho. Es is a erschiener Bergma wurn, und er wur fein eigebackt, a e paar Krüttendorfer Pfefferkuchen und e Butterstullen fahleten net. Alles Sachen, die man in Amerika net hot, zwingst net so gut wie der ham. Erschienes Briefe ging Amit fort, und a e paar Grüß an der alte Memphisen war net vergassen wurn. Der heilige Abend war komme. Drum in Dörfel soß mein Wilhelm an Tisch und backet zwei Kistel aus Amerika aus. Der Duss hatten sie ausgemacht, was zu Weihnachten kimmt, wird erst an Heiligen Abend ausgebackt. Der Ernst wußt schi, was sei Vater brauchet. Er hat sich ohnahme lassen und das Bildel loch schi geräumt drauf. Dann kam ein neue Pfeif, ein Haufen zu rachen und das und Gänse zu schnabellieren und ein Grußbuch, wo man soch, wie's drüben aussieht. Es dauert net lang, da war die neue Pfeif angeracht. Mein Wilhelm hat das Buch aufgemacht und in den Rachwolken, die ne alten Bergma im Zuren, macheten tausend gute Gedanken ne wach übers große Wasser. Dorten trafen sie auf ein Gungema, da einen Freundling Stöbel soß, und er alte Frau gucket ganz verwundert zu, was ihr Mietzma auspacket. Ein Naschmännel, das ein paar Lichtle auf der Arm trug. Die alte Frau schlug Kreiz übern andern, sie dacht net anderster, als der gute deutsche Ma wär ein leibhaftiger Heid und wollt das Ding abbaden. Und sie hat net uracht, der alte Memphisen, ne Ernst war wirklich bald es so, dass er für dann Bergma auf die Knie gefallen wär. Er brannte Lichtle a, setzte das Mannel auf'n Tisch und fing a, sein Vater sein Brief zu lasen. Es stand net der Haufen drinne, oder viel mehr, der zählet mei Bergma. Da wur unser ganzes Liebesgebirg lebendig. De Fichten standen in tiefen Schnee, de Luft war für Kälte der Stadt, oder wie goldene Sternle taten überall de Hallen Weihnachtsfenster leuchten. Er hörte de Mettenglocken summe, und de Kinder sangen das alte Lied vor der heiligen Nacht. Und dann guckte er bei sein alten Vater in Stöbel nei. Do trat genau es so ein Bergma auf'n Tisch, und der alte tat lasen und angucken, und der Ernst so's Miet dra an Tisch, und erzählet, und erzählet. Wuss hast du weit fort, Weihnachten daheim? Wie e goldene Brück geht's von Land zu Land, und überall, wo erzgebirgische Herzen schlung, du leuchtende Lichter wie daheim.